Guten Abend. Herzlich willkommen zur offiziellen Intronisierung von Till Reiners. Hier bei Dreisat, dem YouPorn der Kabarettenthusiasten. Wir alle wissen, dass die deutsche Presse bei feinsten seismischen Aktivitäten in der Programmgestaltung bei Dreisat hysterische Purzelbäume schlägt. Wer erinnert sich nicht an den Aufschrei von Spiegel, Bunte und TV Movie, als der Dreisat-Straßenfeger Bilder aus Südtirol im November 1978 versehentlich ein Bild aus Osttirol zeigte? Noch am selben Abend konnte der damalige Redakteur seinen Hut nehmen. Da wurden weinend Sendemasten an der A3 abgeschraubt. Es kam zu tektonischer Plattenverschiebung. Dreisat musste als Notprogramm 70 Stunden lang alte Plumperquatschfolgen senden. Eine Zeit, über die man beim Sender nicht gern spricht. Noch heute flockt dem Senderchef die Hühnerbrühe im Kupferbecher, wenn er daran denkt. Und dann und wann sehen seine Gefolgsleute ihn, Pablo Kotlewski, persönlich an seinem Bürofenster stehen, den Blick verschleiert, tief unten aufs unten liegende Dreisattgestüt gerichtet, versunken murmelnd: Das war ja was, lecko funny. Uiuiuiui, ich krieg die Pimpanellen, das war eine knappe Kiste. Deswegen ist es zuerst angezeigt, einige Worte über die Personalie Reiners zu verlieren. Als der von mir nicht minder hochgeschätzte Sebastian Puffer sich anschickte, den Olymp des Privatfernsehens beizutreten, um zum Sauron der Abendunterhaltung zu werden, eine Aufgabe, die sich viele gar nicht erst zutrauen würden, entstand ein kläffender Spalt im Gefüge dieser Sendung. Ich sage bewusst kläffend statt klaffend, denn für lediglich klaffend war dieser Spalt zu laut. Ziemlich schnell war hausintern klar: auf keinen Fall Till Reiners. Und zwar aus technischen Gründen. Also blieb mir nichts anderes, heute kann ich es Ihnen ja sagen, übrig, als Pablo Kotlewski selbst anzurufen. Ich meldete ein R-Gespräch an. Dreisat-Chef Kotlewski ging auch sofort dran. Andere Leute prallen an seinem Wall mengenmäßig nicht enden wollender Sekretärinnen ab. Aber ich hatte seine Durchwahl. Hinten 80 mal die 5. Hör mal, kam ich zur Sache. Ich verstehe, dass ihr als Moderator einen aus dem Hause Hohenzollern haben wollt, aber als Tipp von mir pitch ich euch jetzt: Nimm doch mal Till Reiners. Würde ich gern, Bro, sagte Pablo. Aber hast du schon mal gesehen, wie der an der Wand geschrieben aussieht? Ja, räumte ich ein. Muss es denn unbedingt Happy Hour im Titel sein? Ja, sichi. Happy, weil Comedy die Menschen voll fröhlich macht. Und Hour, weil es roundabout eine Stunde geht. Ich stellte ihm trotzdem ein paar Titelalternativen vor, zum Beispiel From Dusk Till Reiners. Und Till mit JS11-Körnchen. Wir kamen auf keinen Nenner. Dann erzählte ich, wie ich Till kennengelernt habe. Beim Poetry Slam in Herne. Vor ungefähr 14 Jahren. 14 Jahre, das sind für mich nichts weiter als ein Blinzeln im Auge des Leviathan, den wir Zeit nennen. Kaum mehr als das knappe Nicken des Molochs Unendlichkeit. Denn ich habe Seabeams gesehen, draußen am Tannhäuser Tor. Aber Till Reiners war damals bei diesem Poetry Slam in Herne so circa 8 Jahre alt, schätze ich. Ich erinnere mich, seltsam berührt gewesen zu sein von seinem Anblick. Die Schuhe, die bei jedem Schritt blinkten. Die essbare Kette aus Liebesperlen. Wir waren beide im Finale. Er hat dann gewonnen, zu Unrecht sicher, aber ich hab's ihm gegönnt. Vielleicht hat er einfach den besseren Text. Ich kann mich aber auch nur an einen Satz erinnern, der lautete: Guck mal, Kühe. Pablo indes gab zu bedenken, dass Reiners in ziemlich große Fußstapfen tritt. Ich erklärte Pablo, dass man das gar nicht macht. Man nimmt einfach einen eigenen Weg. Ne? Reiners Problem sind nicht die Fußstapfen, es sind die Schuhe. Ich würde mich drum kümmern, versprach ich. Und ich gab zu bedenken, dass exakt die gleiche Diskussion auftritt, wenn es einen neuen Batman-Darsteller gibt. Dann kreischen die mal rum: Zu jung, zu alt, zu blond, warum eine Nonne? Aber wenn Batman dann an die Arbeit geht, läuft's komischerweise immer. Letztlich räumte der Senderchef, mein guter, alter Freund Pablo, ein, dass es ihm eigentlich nur darum ging, wie der Name an der Wand aussieht. Irgendwie so gewollt. Na, du willst es doch auch, sagte ich. Till muss das machen, sonst übernimmt er vielleicht das Revival vom Blauen Bock und du guckst doof aus der Wäsche. Das mit dem Titel kriegen wir hin. So engagierte Dreisat den besten Apostrophschmied südlich der Donau, um den Schriftzug gefällig zu machen. Und obwohl selbst der Schmied, ein alter, knorriger Botokude, der gerade ein Satzzeichen in die Esse schob, meinte, es wäre besser, Till würde sich in Reinersens umbenennen,
schmiedet er doch seinen Haken hinten an Tills Nachnamen. Und so stehen wir heute nun erneut in der Kulturbrauerei in Berlin. Zur ersten Ausgabe mit einem neuen Zeremonienmeister hier bei Till Reiners, seine Happy Hour. Oder, warte, nee. Tills Juxbude. Reiners, ihm seine Humorballerbude. Komm, Till Reiners, Happy Hour. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich freue mich, dass du hier bist, Till. Ich freue mich generell. Ach ja, Schuhe brauchst du zwar eigentlich nicht, aber ich hab's Pablo versprochen. Dankeschön. Thorsten Sträter. Bring ich dir mit. Hier ist deine Größe.